Genau, dann herzlich willkommen zu unserer kleinen Präsentation unseres Prototypen, den wir an diesem Wochenende gebaut haben. Unser Prototyp heißt 2FA Bell. Das heißt, steht für die Two-Factor Authentification Bell. Das heißt auf Deutsch einfach Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil unsere Idee war, einfach eine neue, sichere Art, die Haustür aufzumachen, zu gestalten. Genau, wir wollen euch kurz vorstellen, wie unser Prototyp funktioniert und was unsere Idee dahinter wirklich war. Dann ein paar Zukunftsvisionen oder einen Einblick in die Zukunftsvision geben. Auch noch kurz unser Team vorstellen, auch unseren Mentor kurz. Und am Ende noch unser Gerät natürlich live präsentieren. Genau, unser Prototyp, der ist natürlich einzigartig, würden wir mal so sagen. Neu und natürlich auch super hochwertig, was wir hier gebaut haben, mit Hilfe des Fabmobils auch. Genau, das werden wir auch gleich nochmal zeigen. Genau, wir wissen ja alle ganz normal mit dem Schlüssel, da schließen wir unsere Haustür auf. Aber mittlerweile gibt es natürlich so viele Wege, einfach dieses Schloss mit einem ganz kleinen Dietrich oder sowas kann man auf YouTube so viele Tutorials finden, wie man so ein Schloss einfach ganz einfach knacken kann. Deswegen haben wir uns gedacht, einfach nur eine neue Idee, auch auf technologischer Basis zu finden, dass die Tür sicher neu öffnen soll. Dafür haben wir die 2FA Bell, auch auf Deutsch mal, entwickelt, die halt das Gesicht und auch den Fingerabdruck als biometrische Daten nehmen soll und dann dadurch die Tür öffnen wird. Das Projekt basiert auf einem Raspberry Pi, den wir mit Python programmiert haben. Viel Hardware kommt aus dem Fabmobil. Wir wollten eigentlich noch den Fingerabdrucksensor anbauen, aber wir hatten leider keine Zeit mehr dazu. Und wir wollten ein hochwertigeres Gehäuse haben, das heißt aus 3D-Drucker oder halt was Stabileres. Und das mit dem Gesicht, mit der Gesichtserkennung, das funktioniert noch nicht ganz so gut. Das erkennt jetzt jedes Gesicht, aber auch Alpakas. Ja. Genau, dann würden wir einfach mal. Ach nee, Quatsch, ja. Dann erstmal unser Team vorstellen. Gut, ich würde jetzt noch unser Team vorstellen. Also, wir haben Max, der hat bis zum Mittag mit in der Programmierung mit mir zusammengearbeitet. Und dann am Nachmittag den Jungs beim Design geholfen. Die beiden haben nämlich dieses schöne Case, was man hier auch sehen kann. Und mit dem Deckel hier mit Gravur entwickelt. Und natürlich hat unser Mentor Peter uns bei allem unterstützt. Deswegen würde ich euch nochmal bitten, einen herzlichen Applaus für Peter, unseren Mentor. Genau, und dann würden wir jetzt noch gerne eine kleine Demo von unserem Prototypen geben. Genau, auf diesem kleinen Mikrocontroller, das, wie Jurik uns schon erzählt hat, läuft auf einem Raspberry 3. Wir haben ein Python-Skript entwickelt, was hier durch das Terminal gleich aufgerufen wird. Und wir würden gerne einmal Nils bitten, als Testobjekt zu fungieren heute. Oder als Testperson zumindest. Genau, wir würden. Noch ein bisschen hoch. Geht das auch mit Bart, ja? Ja, es funktioniert, alles gut. Genau. Anhand einer Daten oder eines Datensatzes wird jetzt durch die Kamera dieses Bild, ja genau, hier kann man schon Nils sehen. Wie gesagt, die Gesichtserkennung funktioniert noch nicht perfekt, weil der Datensatz auch noch nicht sehr groß ist, aber es erkennt zumindest größtenteils Gesichter, es hat auch schon ein paar Geister bei uns im Zimmer erkannt, zum Beispiel das Plakat hat es auch erkannt und natürlich das Alpaka auch. Genau, und es sucht auch immer weiter nach Gesichtern, wenn es zum Beispiel die Kamera so im Leerlauf ist, dann sieht man. Genau, ich habe gerade irgendwas gefunden, Nils Bein zum Beispiel. Genau, wie gesagt, es funktioniert eben noch nicht so gut.
Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich habe noch eine Frage. Also, das ist ja nicht ohne Fingerabdruck und Gesicht zu scannen. Wo sind diese Daten hinterlegt? Wie habt ihr euch das gedacht? Wie sind die geschützt? Also wir haben dieses Python-Skript entwickelt mit unserem Mentor, wie gesagt. Und wir haben da eine XML-Datei. Das ist eine große Datei mit ganz vielen Daten einfach aneinandergereiht. Das waren über 30.000 Zeilen. Die wird dann von diesem Python-Skript ausgelesen und dann arbeitet dieses Python-Skript mit der Kamera anhand dieser Daten zusammen und fungiert dann halt als, wo könnte jetzt ein Gesicht sein, versucht halt verschiedene Koordinaten zu finden, wo gesichtsähnliche Züge vorhanden sein könnten und zeigt es dann an. Also noch ist eine Gesichtserkennung? Es ist eher so eine... Es erkennt Gesichter, aber später wäre sozusagen die Datenbank mit den Gesichtern, die reingelassen werden, richtig, auch mit in dem genau. Gerät. Und wir würden das weiterentwickeln, wäre das eigentlich so, dass wir noch diesen Fingerabdrucksensor mit reinbringen würden und die dann zusammen fungieren sollten. Und das haben wir leider heute auch nicht mehr hinbekommen, dass dann eigentlich eine LED-Kette aufleuchten sollte, sobald ein Gesicht erkannt wurde, beziehungsweise das Gesicht erkannt wurde, was auch als Bild hinterlegt wurde. Aber soweit, das haben wir heute sehr große Probleme gehabt zum Mittag. Genau, kann vielleicht. Ja, also wir hatten das sehr große Problem, dass er den LED-Strip nicht erkannt hat. Und wenn jemand mithelfen will oder vielleicht auch noch von LED-Strips Ahnung hat, unser ganzes Projekt ist natürlich Open Source auf GitHub zu finden unter unserem Namen, also diese 2FA Bell. Haben wir das dort geleast? Vielleicht will jemand mitarbeiten. Ihr findet uns, wie gesagt, und könnt uns anschreiben. Ja. Dann nochmal vielen Dank. Dankeschön.